So, jetzt schaffe ich sogar das, was ich schon immer mal machen wollte. Eine kleine Runde um Lac Blanc drehen. Hier fährt man jedes Mal durch geile Landschaft, fährt nur im Bikepark rum und danach wieder heim. Sonne ist nicht mehr lang da. Das erinnert mich mega an unseren komischen Survival-Trip. Irgendwo da oben am Berg soll es einen Wanderweg gehen, den gucke ich mir jetzt mal an. Ich weiß zwar nicht, ob die um die Uhrzeit hier noch rummachen, aber ich möchte es jetzt auch nicht riskieren, da jetzt noch weiter hochzufahren und dann merken, dass da nichts weiter geht. Also wieder ein Stückchen runter. Vielleicht wird es doch nichts mehr mit diesem Wanderweg. Aber hier kann ich so eine, kann ich mal gucken, wie lange ich Manuals kann. Shit! Das war so richtiger dummer Fehler. Ich wollte ja noch ein Tutorial machen. Und jetzt wollte ich die Schnecke nicht überfahren. Ja, mal gucken. Vielleicht bald. Tutorials sind so anstrengend, also zu filmen. Ich will eigentlich so eine gemütliche Sitzposition gerade bekommen, aber ich struggle. Dann nicht. Da geht sogar noch ein bisschen Wasser und Licht. Oh, Reh. Da unten ist der andere Weg. Jetzt ist er ein bisschen doof. Oh, Fuchs. Jetzt geht's aber ab hier. Okay. Oh, auf einmal wird es richtig interessant hier. Da habe ich Bock drauf. Genau sowas suche ich. Wieder ein Reh da hinten. Hier ist Plattengefahr. Wegen Steinplatten. Ziemlich cool eigentlich. Aber anstrengend. Cool. So sehen also hier die Feierabend-Bierfelsen aus. Löcher. Ist immer richtig Premium. Wow. Sehr geil. So, jetzt gucken wir mal. Was ist denn hier der richtige Gang? Muss ja schon mal ein paar Meter Geschwindigkeit mitnehmen hier. Ich will halt nicht auf so einen spitzen Stein springen, ey. Was mache ich? Ich springe auf einen spitzen Stein. Alter. Alter Vater. Das scheppert gut. Alter, Alter. Okay.
bisher immer noch kein Blatt. Das war auch mal was komplett Neues für mich. So, bisschen flach. Noch mehr Steine. So. Das ist cool. Das regt mich immer so auf mit dieser Kamera, weil du kriegst diese, man kriegt diese Sättigung einfach nicht hin, ohne dass es billig aussieht und übersättigt. Aber das ist, boah, es ist so golden. Hammergeil. So. Bisschen Bullshit zusammengefahren, aber ist ja normal, macht mal halt ab und zu. Diese Steine sind ungewöhnlich, die fahre ich nicht oft. So, da unten Baumstamm quer. Jetzt gucke ich mal kurz. Und ich muss das Ding hier wieder irgendwie festmachen. Ist interne Leitungsführung. Bin kein Fan von. Für manche ist das halt unabdingbar. Aber ich lege die Leitung lieber draußen dran. Aber vielleicht suche ich mir mal so ein Schaumstoff-Ding gönnen. Dann könnte es auch okay sein. Wo geht's weiter? Ah, ich glaube, jetzt kommt nur noch so Flow-Stück und dann fahre ich zurück an ums Auto. Fuck you, Flow! Und nicht so Flow-Stück und so. Boah, sau cool! Ui, armes Vögelchen. Ey, es würde mich echt wundern, wenn ich heute ohne Platten hier rausgehe. So, jetzt sehe ich erstmal gar nichts mehr. Mir wahrscheinlich auch nicht. Wir haben jetzt das Licht ausgemacht. So viel zum Thema. Oh, Alter! 29 rollt echt ganz gut. So. Ich will das eine Trailchen jetzt hier noch schön ins Fahrrad eingesaut. Ich muss unbedingt diese Leitung wieder festmachen. Das sieht man wahrscheinlich auf der Kamera wieder nicht. Mir ist eben das Hinterrad ca. 20 cm im Manual zur Seite geslidet. Gefühlt zumindest. Vielleicht waren es auch nur 10 oder 5. Aber das Gefühl ist auf jeden Fall. Hoffentlich ist da hinten dran nichts drunter. Flat Drop und nochmal. Zu spät die Kamera angemacht. Ah, da ist noch einer auf jetzt. Hirsche. Richtig dicke Dinger. Ah.
jetzt wo ich mich hier dran gewöhnt hatte als Fahrrad, muss ich sagen, gehen Manuals sogar besser. Oh nö, es geht hoch. Oh ne, es geht gerade. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Ungleichgewicht.